Ich glaube, es ist Zeit, darüber zu sprechen. Also ich habe jetzt genug Vorgeplänkel gemacht, jetzt geht's ans Eingemachte. Für die, die es noch nicht wissen, hey, Wolfi ist ein YouTuber, der meistens so Exposés macht über Rechte, über AfDler und das AfD-Vorfeld, auch über Ideologen, schlaue Menschen, die AfD-Programme schreiben, aber manchmal spricht er auch über andere Themen. Er hat vorgestern oder vorvorgestern ein Video veröffentlicht über Greta Thunberg und hat sich darin sehr kritisch mit ihrer Israel- und Palästina-Aktivismus-Tätigkeit auseinandergesetzt. Dafür hat er sehr viel Kritik bekommen, auch von mir. Ich habe zu diesem Thema ein YouTube-Video gemacht, was ihr auf diesem Kanal hier sehen könnt. Kann ich nur sehr empfehlen, auch für die, die es jetzt auf YouTube sehen, dass ihr abonniert. Macht's das. Als Antwort darauf hat er dann zuerst ein Erklärvideo gemacht, dann hat er nochmal mehr Kritik bekommen und hat jetzt sowohl das originale Video als auch das Rechtfertigungsvideo offline genommen. Warum weiß ich das? Weil hier noch zwei Videos waren. Also das Video ist Gott sei Dank verewigt in meiner Reaktion, in einer Reaktion von Dekadent. Das heißt, ihr könnt euch da das anschauen. Natürlich immer habt ihr da den Bias drinnen, dass ich die ganze Zeit shit-talke und Karl macht das auch. Leider ist es nicht mehr in der Originalfassung veröffentlicht. Vielleicht wird es noch einmal auf öffentlich stellen. Wer weiß, man kann ja so ein Video privatisieren und dann wieder. Aber gut. Wir werden sehen, was da passiert. Und Nathan hat auch reagiert. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der ziemlich durch den Fleischwolf genommen wurde. Es war einfach ein sehr, sehr schlechtes Video. Wenig informiert hat Greta meiner Ansicht nach ungerechtfertigt Antisemitismus vorgeworfen. Ich bin mir sicher, dass es Gründe gibt, sie als Antisemitin, ist mir jetzt nicht so wichtig, meine Position hängt jetzt nicht davon ab, ob Greta Thunberg jetzt eine tolle Person ist oder nicht. Aber er hat einfach schlechte Belege angeführt, die das nicht wirklich halt nachweisen. Er hat auch teilweise gesagt, ja, dass völkerrechtliche Tatsachen, die zu behaupten, sei antisemitisch, wie zum Beispiel, es wäre antisemitisch, wenn man sagt, Israel, der Gazastreifen ist besetztes Land und wer besetzt ist natürlich Israel, dass das von Deutschland anerkannt wird, dass es eine UN-Resolution zu dem Thema gibt, dass Israel seine Besatzung von Gazastreifen und von dem Westjordanland beenden muss, dass Israel aufhören soll, das Westjordanland zu besiedeln. Alles das sind Dinge, die eindeutig sind, über die es keine zwei Meinungen gibt, dass das völkerrechtswidrig ist, was Israel da macht. Es gibt auch keine zwei Meinungen darüber, dass das, was Israel im Gazastreifen macht, zu heftig ist. So, ist einfach so. Ein Haftbefehl wurde beantragt am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Das sage ich immer tausendmal, weil es gibt ja zwei. Es gibt den Strafgerichtshof und den Internationalen Gerichtshof. Am Internationalen Gerichtshof wiederum läuft ein Verfahren gegen Israel wegen des Verdachts des Völkermords. Bis wir da ein Ergebnis haben, das wird Jahre dauern. Aber alles das sind Dinge, über die kann man diskutieren, weil Völkerrechtler die ganze Zeit darüber diskutieren und Israel dahingehend zu kritisieren, kann man gut oder richtig finden, aber es ist nicht etwas, was einen automatisch disqualifiziert. Und das hat er ihr halt vorgeworfen und für ihn reicht das schon zu, ein Antisemit zu sein, einfach sich auf das Völkerrecht zu beziehen. Aber wir haben es jetzt hier mit einem Erklärvideo, Entschuldigungsvideo zu tun. Ich weiß es nicht, ich habe mir das Video noch nicht reingezogen. Es dauert 6 Minuten 14, wir lassen ihn mal reden. Ich glaube, ich werde da zwischendurch, außer es wird ganz krass, eher nicht rein quatschen, einfach, dass er seine Punkte machen kann und wir werden das dann danach ein bisschen diskutieren. Also, hey Wolfi, manchmal wäre ich gerne ein Heuchler, ein Opportunist, aber ich bin ja so ein braver, wohlschaffender, stabiler Dude. Mal schauen, was geht. Manchmal wäre ich gerne ein Heuchler. Jemand, der gegen meines Glaubens sagen würde, Entschuldigung. Das geht nicht. Es ist viel zu schnell. Da nehmen wir uns jetzt Zeit für. Manchmal wäre ich gerne ein Heuchler. Jemand, der entgegen seines Glaubens und seinen Überzeugungen das tut, was ihn am meisten nützt. Jemand, der Dinge sagt, die er gar nicht meint. Ich wäre manchmal gern ein Opportunist. Jemand, der einfach sich in einen abfahrenden Zug setzt und die Fahrt einfach mal genießt. Egal, wohin dieser Zug fährt, egal, wer diesen Zug lenkt. Solange es da nur Häppchen und was zum Trinken gibt. Ja, ich wäre manchmal gerne gewissenlos. Dann müsste ich nicht jede Woche ganz viele Mails schreiben, um windigen Werbeangeboten abzusagen. Von VPN-Software bis hin zu Ballonkraftwerken. Kein Scheiß. Ich könnte einfach meine Reichweite an den Meistbietenden verkaufen oder sie vielleicht sogar einer Partei zur Verfügung stellen und mich dann von Neonazis mit Werbedeals versorgen lassen.
Ich könnte sagen, dass ich Gott gefunden habe, um ein paar Idioten zu täuschen, während ich heimlich über sie lache und erzähle, dass Deutschland noch immer ein besetztes Land ist. Ja, ich wäre manchmal gerne stumpf. So stumpf, dass ich nicht auf diese ganzen Streamer-Skandale und schau mal, wer da auf dich negativ reacted hat, Geschichten mit Gleichgültigkeit blicken würde, sondern sie als Chance sehen könnte, ohne Mühe Klicks und Geld zu generieren. Und ich wäre manchmal gerne so desinteressiert, dass ich einfach 3 Videos am Tag... Genau, weil man klickt ja, man kriegt ja mega viele Klicks, wenn man sich für Palästina einsetzt. Das ist richtig, genau. Das passiert auf jeden Fall. Tag mit dem Handy ungeschnitten einfach so hinrotzen könnte. Ich wäre manchmal gerne so frech, dass ich mich zwar als großer Patriot aufspielen könnte, auch wenn ich selbst schon lange in Steueroasen mir die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen würde. Und ich wäre gerne so kriminell, dass ich diese Verlogenheit auch noch als Erfolg verkaufen könnte, um anderen noch mehr Geld abzunehmen, weil ich meinen Bullshit sogar noch als Kurs nochmal anbiete. Manchmal wäre ich sogar gerne so ein Widerling, dass ich mich der rechtsextremen Szene anbietern könnte, damit diese für mich dann für Reichweite, Klicks und Geld sorgen würden. Ich würde gerne einfach seelenlose Videos voller Hass und Lügen verbreiten und mir dann 3 silberne YouTube-Buttons ja antackern. Obwohl ich mich selbst und alle um mich herum jeden Tag ein ist ja gut, komm zum Punkt, bisschen schlechter und ein bisschen elender machen würde. Ja, manchmal gibt es diese schwachen Momente. Manchmal wäre ich gerne das, was YouTube so gerne seinem Publikum empfiehlt und was YouTube so überdeutlich hofiert und auch fördert. Manchmal wäre ich das gerne. Aber dann würde ich mich selbst eben auch ein bisschen hassen. Und ich könnte mir selbst nicht mehr in die Augen schauen, weil ich vermutlich ja ein Idiot bin und denke, das gehört zu werden. In diesem lauten Internet. Kein. Danke für den Sub, Antifa Altencreme. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Kein Recht, sondern eine wirkliche Ehre ist. Und diese Ehre eben mit einer Pflicht einhergeht. Sowas wie einem unausgesprochenen Vertrag, wenn man so will. Der sagt, dass man diese Welt ein bisschen besser hinterlassen sollte, als dass man sie vorgefunden hat, wenn man die Chance dazu hat. Oder es eben zumindest versuchen muss. Also die ersten 3 Minuten sind absolut unerträglich. What the fuck? Ja, manchmal würde ich gerne auf den Hass verzichten. Auf den Terror in den Briefen, Nachrichten, Videos und Botschaften. Einfach drauf verzichten. Und einfach in den Chor derer einstimmen, die so herzhaft über Belanglosigkeiten streiten können. Was für ein wunderbar einfaches Leben. Aber dann würde ich auch auf die seltenen Mails und Nachrichten verzichten, die auch mal Danke sagen, die erzählen, dass man what the fuck wirklich etwas bewirken konnte für ein... Er sagt einfach gar nichts, what the fuck, wie peinlich ist das? Einzelne. Diese Mails, in denen Menschen ihre Geschichten erzählen, nicht für die Öffentlichkeit, sondern als intimer Moment zwischen 2 Menschen, die miteinander über weite Distanzen doch einen Konsens finden konnten. Es sind Nachrichten von Leuten, die den langen Weg hinaus aus wirklich schlimmen Echokammern gefunden haben. Und ich bin auf jede dieser Nachrichten so unfassbar stolz, weil sie halt auch immer nur an der Oberfläche kratzen, was diese Menschen, die sie geschrieben haben, wirklich leisten mussten, um dorthin zu kommen. Das ist eine extreme Leistung. Und wenn man diese Momente aufwiegt, dann ist alles andere drumherum genau diese Momente auch wert. Ja, manchmal wären wir alle gerne etwas, was wir halt nicht sind. Und manchmal wäre es vermutlich sogar besser für uns, einfach mal anders zu sein. Aber ja, dann wären wir halt auch nicht mehr wir. Und wenn wir aufhören, wir zu sein, wer sind wir dann? Ich kann nur ich. Es tut mir leid. Aber hier stehe ich und ich bin halt nur ich. Okay, das klingt jetzt schon irgendwie verschwurbelt, oder? Zugegeben. Aber ich will aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Weil ich bin auch nur ich und manchmal ist dieses Ich auch nicht gut genug für all das, was ich von ihm erwarte. Aber das sagen zu können und zu wissen, mir Leute halt danach zuhören, das ist für mich auch irgendwie ein Traum, der wirklich wahr geworden ist. Und dafür wollte ich mich heute auch einfach mal bedanken. Wir sagen Dankeschön. Weil man es nicht oft... Ganz ehrlich, das ist disqualifizierend. Also dieses Video ist als Antwort auf das, was er an Kritik bekommen hat, ist absolut disqualifizierend. Danke, Dara, für den Raid. Meine Güte. Oh, das ist ab jetzt Zwang. Danke für den Raid mit 178 Personen. Wir schauen uns gerade das peinliche Video von... Also, what the fuck? Das peinliche Video von Hey Wolf, nachdem er kritisiert wurde für seine Israel-Take.
Das ist einfach peinlich. What the fuck? Genug tun kann, weil ich es zu selten tue. Ihr habt mir dieses Jahr viele Türen aufgestoßen. Und ihr habt mir so vieles ermöglicht. Und mich auch dazu gezwungen, mich als Mensch zu entwickeln. Dafür bin ich euch. Ach, thank God. Jetzt sind wir auf der Ohr. Ich bin auf dem Weg zu mir selbst und ihr helft mir. Dankeschön. Extrem dankbar. Und dieser Dank, der hat es nicht verdient, einfach irgendwo im Äther in einem Abspann von irgendeinem Video zu verschwinden. Ohne euch und euren Support wäre ich nicht hier. Und das ist für mich ein Geschenk und eine Ehre, die ich niemals vollständig vergelten kann. Aber ich versuche es zumindest. Versprochen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und in Zukunft mit noch mehr Invest, mit noch mehr Zeit und vor allem auch mit noch mehr Engagement. So viel Zeit in eine Sache investieren zu können, die mir persönlich auch so wichtig ist, das ist ein Geschenk. Und ich weiß das. Und dieses Geschenk kommt direkt von euch. Denn ohne euch gäbe es weder diese Reichweite noch diese Werbepartnerschaften und vor allem halt nicht das, was am allerwichtigsten ist. Die Zeit, die wir miteinander verbringen können. Das wollte ich euch einfach mal gesagt haben. Manchmal wäre ich gern so vieles, aber eigentlich bin ich doch sehr gerne ich. Und danke. Peinlich, also disqualifizierend. Also dieser Umgang mit Kritik ist disqualifizierend. Kann ich nicht einfach... bist du deppert? Einfach überhaupt nicht in der Lage, irgendetwas selbstreflektiert anzunehmen. Es kotzt mich an. Es ist, also, ich, no joke, ab diesem Video kann man das nicht mehr ernst nehmen, was er macht. Aus dem ganz einfachen Grund, du kannst dir sicher sein, das, was er jetzt macht, wenn er recherchiert, ist das, was er scheiße findet, in diese Richtung recherchiert. Er ist nicht in der Lage, kritisch zu reflektieren. Gibt es einen Grund, warum das, was ich scheiße finde und warum ich das, was ich gut finde? Weil dafür muss ich in der Lage sein, mit Kritik umzugehen. Dafür muss ich mich gegenüber von Kritik öffnen. Und alles, was er macht, wenn er seine Videos macht, offensichtlich, wir sehen hier, wie er mit konträren Informationen umgeht, ist abschalten. Abschalten und einfach nur nach Fakten zu suchen, die seine Meinung unterstützen. Und er hat Glück, dass in den meisten Fällen seine Meinung die richtige ist. Ja, Nazis sind scheiße. Ja, Björn Höcke ist ein Fascho. Ja, die Leute, die die Programme für die AfD schreiben, sind Faschos und wissen genau, was sie tun. Ja, Erik Ahrens ist ein Nazi. Ja, alle, die bei Schnellroda aktiv sind, ja, alles Nazis, richtig. Und wenn er da Exposés macht, hat er vollkommen recht. Und wenn er jetzt irgendwas zu Martin Sellner, ja, auch ein Nazi. Und wenn der irgendwas ausplaudert zu Korrektiv, dann liegt bei Korrektiv, haben richtig gearbeitet. Und wenn er sagt, die bei Korrektiv, dann liegt er. Aber in den Punkten, wo einfach sein, ja, seinem eigenen Gefühl nachzugehen, nicht richtig ist, wo er dann dafür Kritik erfährt, ist er nicht in der Lage, über seine eigene Meinung hinwegzuschauen und sich den anderen Informationen zu öffnen. Ganz einfach. Warum weiß ich das? Weil seine Argumentation zu dem Thema einfach komplett lächerlich war. Er war einfach nicht in der Lage, substanziell auch die falschen Punkte, die es von mir sein Tobias hochbringt, die konnte er nicht bringen. Warum? Weil er seine Meinung nicht aufgrund von irgendwelchen Informationen bildet. Nein. Sondern in Deutschland ist es Staatsräson, Israel zu unterstützen, unreflektiert. Das machen die Politikerinnen. Deswegen macht er es auch. Ganz easy. Und das passt sehr gut in sein ganzes anderes Programm. Er hat Glück, dass, wenn wir uns jetzt die AfD anschauen, dass der Mainstream da mittlerweile aufwacht und sagt, ja, das sind Faschos. Deswegen kann er das nachmachen. Und damit hat er dann recht. Aber sobald es irgendwas gibt, und bei Israel-Palästina ist es halt so, dass die deutschen Medien komplett ins Klo greifen, auch verglichen mit internationalen Medienhäusern, konservative oder Mainstream-liberale Medienhäuser, BBC, weiß ich nicht, Financial Times, Foreign Affairs, die sind alle mittlerweile so drauf, ja, Israel begeht wahrscheinlich Kriegsverbrechen im Gazastreifen und das muss aufhören. So. Die sind ja alle auf diesem Trip, aber in Deutschland ist das nicht so. Und warum hat er jetzt so eine Meinung? Nein, weil die Medien in Deutschland so sind, wie sie sind. Er plappert einfach nach. Nicht in der Lage, sich mit dem Material auseinanderzusetzen. Und das ist komplexes Material. Das ist nicht was, wo man mal drüber schaut und dann hat man es verstanden. Nein, das ist einfach eine lange Geschichte mit mit einer konfliktgeladenen Geschichtserzählung. Und die eine Seite erzählt so, die andere so. Wo liegt die Wahrheit? Keine Ahnung. Muss man halt genau nachlesen oder halt sich mit befassen.
Ich kann sagen, ich habe mich zumindest genauer befasst mit dem Thema als er, sodass ich sagen kann, er wäre nicht in der Lage, seine Meinung zu begründen, außer, naja, höre ich halt in den Nachrichten. Und dieses Video ist eine Bankrotterklärung, eine journalistische Bankrotterklärung. Es ist unfassbar, dass er dieses Video hochlädt. Guten, besten Wissens und Gewissen. Ja, ich habe Kritik erfahren, aber das ist jetzt meine Erklärung und jetzt emanzipiere ich mich von meinen Fehlern der Vergangenheit. Und was macht er? Er greift noch einmal dreimal so tief ins Klo. What the fuck? Wir hören uns die letzten 8 Sekunden noch an, damit man nicht sagen kann, ich habe das irgendwie aus dem Vor gelassen, aber um Gottes Willen. Dass ihr mir so viel von euch entgegenbringt. Bleibt untot. Euch lieb. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre, die Flippers. Bodenlos, einfach ein bodenloses Video. Es geht ja eher darum, den allgemeinen Konsens zu bedienen. Ich meine, ein Heuchler, ein Opportunist. Ich meine, es freut mich für ihn, dass er in der Lage ist, keine Partnerschaften anzunehmen, außer von Holy. Lustig jetzt, wo er hier sagt, naja, muss die ganze Zeit irgendwie Werbepartnern absagen. Mit dem Code HeyWolfi spart ihr 5%. By the way. Aber ja, einfach unhinterfragt nachplappern, nicht informiert, unfassbar. Das ist ein Wahnsinn. Wolfi hat auf YouTube, wenn du willst, kannst du da auch lesen, geht auf das Greta-Video ein. Passt. Lesen wir uns das durch. Zur Info, das Video über Greta Thunberg wurde soeben privat gestellt. Der Hintergrund ist eine neue Sekundärquelle, die einen inhaltlichen... Der inhaltlichen Fehler belegt, der mir unterlaufen ist, ändert nichts am Kern des Videos. Das zeigt, dass ich meine eigene Qualität hier nicht erfüllt habe. Das ist ein handwerklicher Fehler, dafür entschuldige ich mich. Ja, gut. Hier geht es nicht um kleine inhaltliche Fehler, sondern um ein prinzipielles Unverständnis des Konflikts und der internationalen Diskussion darüber. Du kennst die betreffenden Videos nicht. Hey, habe ich gute Nachrichten für dich. Hier auf meinem YouTube-Kanal habe ich darauf eine Stunde lang reagiert. Da kriegst du jeden Kritikpunkt von mir mit. Da muss ich das hier nicht wiederholen. Also ganz kurz gefasst, er wirft Greta Antisemitismus vor an Stellen, wo es unangebracht ist. Zum Beispiel hat Greta Thunberg den Tweet abgesondert, No Climate Justice in Occupied Land. Damit hat sie auf den Gazastreifen referenziert, der laut internationalem Recht einfach besetztes Land ist. Und wenn sie das ungerecht findet, dann kann sie das äußern. Das ist nicht antisemitisch. Ein zweites Ding, was er als antisemitisch bezeichnet hat, ist irgendwie so eine Krake, so eine Gefühlskrake. Da ja Greta Thunberg Autistin ist, ist das irgendwie so etwas, was manche autistischen Menschen haben, damit sie ihre Gefühle klar kommunizieren können. Und da können sie es entweder einstellen, das ist entweder traurig, oder es ist glücklich, der Mund und so. Und das hat er als Antisemitismus vorgeworfen, weil ja die blaue Krake ein Symbol ist, was von Antisemiten genutzt wird, um irgendwie auf die jüdische Weltverschwörung zu verweisen. Ist auf jeden Fall ein antisemitisches Dogwhistle, braucht man nicht drüber streiten. Aber der Vorwurf war ein bisschen doof. Und allgemein hat er eine sehr Israel-freundliche Erzählung des Konflikts im Gazastreifen übernommen. Und hat einfach komplett ignoriert, dass die Vorwürfe, die Greta Thunberg immer wieder gebracht hat und die er ihr ja vorgeworfen hat als Antisemitismus, gibt es noch einige andere Tweets, das mit dem Occupy Land ist mir halt im Gedächtnis geblieben, dass er einfach keine Ahnung davon hat, dass ja, es ist legitim, das zu diskutieren, weil die Fachleute, die in diesen Gerichten sitzen und die irgendwie diese Gutachten schreiben, die bei, weiß ich nicht, den Vereinten Nationen sitzen und so, dass die Tatsache, dass die darüber diskutieren, ob das ein Genozid ist oder nicht, bedeutet, dass es zumindest legitim ist, die Frage zu stellen. Und alles das hat er halt nichts verstanden und das war halt sehr, sehr lächerlich. Genau, wenn ich von Eliten spreche, dann meine ich ganz sicher Juden. Respekt fürs Zugeben, da ziehe ich den Hut. Chapeau. Erstens einmal Shampoo an alle, Shampoo, wie heißt das? Shampoo Heinz Zylinder, muss ich sagen. Das ist einmal das Erste. Genau, Shampoo. Und das Zweite ist, ich finde leider diesen Kommentar nicht. Ich meine, es ist halt
absolut unreflektiert zu sagen, ich habe einen inhaltlichen Fehler gemacht. Ein inhaltlicher Fehler. Aber die ganze Kritik, die sich irgendwie gegen das prinzipielle Framing meines Videos richtet, wo es nicht darum geht, eine Falschbehauptung oder so zu diskutieren, sondern wo es darum geht, muss den Top-Kommentar von eben aufklappen, was? Achso, da. Achso, ja. Ja, ich sehe es schon, danke. Ja. Jetzt bitte ganz langsam die vielen anderen Fehler einsehen, beziehungsweise die eingeblendete Statistik, und er schreibt dann hier, geh einfach zurück in deine Bubble mit diesen ganzen losten Streamern. Wie heißt das nochmal? Kritikunfähigkeit.